Hammergeil. Irgendwie fühlt sich das so alt. Ey, Digga, sogar in Serviette geschwuppt, so ein Ding. Yo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Leon wieder am Start, Alter. Was geht ab, Digga, alles klar. Ich hoffe, euch da draußen geht es natürlich wieder blenden wie Auspuffrohre, so wie Azad sagen würde. Heute wird es einen geilen Test geben, und zwar Burger King vs. McDonald's. Das geht immer, Freunde, finde ich. Burger King bringt immer regelmäßig neue Sachen raus. McDonald's bringt regelmäßig neue Sachen raus. Wir essen gerne. Also, das heißt, es ist einfach geil, das zu probieren. Wir sind direkt bei Burger King. Wir werden direkt reingehen. Zwei richtig geile Burger holen, die ich gesehen habe. Und die werden wir testen und schauen, ob sich das lohnt. Bleibt auf jeden Fall dran bei dem Video. Viel Spaß dabei. Let's go. So, Leute, und da sind wir jetzt bei Burger King. Haben auch direkt schon bestellt. Zwei geile Burger. Was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil es gibt wirklich nur so zwei Sachen, die wirklich neu sind. Also, wir haben beide in der App geguckt und da gab es auch noch diesen Pastrami-Burger. Den blende ich euch hier auch noch einmal ein. Den hatten wir aber schon in dem Video, als ich 24 Stunden nur Fastfood gegessen habe. Und deswegen habe ich gedacht, der passt jetzt hier nicht rein, weil wir kennen den, wir wissen, wie der schmeckt und das ist ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir zwei andere Burger geholt, die wirklich geil sind. Willst du deinen Burger an? Willst du anfangen mit deinem Burger? Ja, ich würde sagen, das ist sogar. Wir haben hier zwei Burger. Einen großen und einen kleineren. Ich würde sagen, wir machen mal den großen schon mal auf. Der Oha. Sieht auf jeden Fall riesig aus. Oha. Digga, wie viel Fleisch ist das? Ich sage ehrlich, wie es ist, der kommt auf Kamera auch nicht so krass rüber, wie er in echt ist. Also ich glaube, das Bild sieht ganz anders aus als der Burger, ne? Ja, safe. Also das ja, das sieht sowieso. Gar nicht das ist immer so, ey. Immer aber so ein Scam. Boah, Digga, das tiltet mich gerade richtig, ne? Guck mal, das Brot hat hier so eine Falte. Und du schneidest ja, einfach... Ja, genau, das haben wir mit Absicht gemacht, Digga. Warum? Gegen das System, Digga. Digga. Das hier ist also ein Macaroni-Cheeseburger. Hier ist so ein Patty drauf. Da ist Mac and Cheese drin und dann halt paniert. Und dann Double Beef und oben, ich weiß nicht, Ketchup? Ja, ich glaube, ja, aber guck das mal bitte an. Irgendwie fühlt sich das so alt an. Kennst du, wenn das Brot schon ein bisschen hart ist? Ja, das ist so bröselig, ne? Ja, ich glaube, ja, ich probiere das mal, Digga. Und kann man essen? Fühlst du nicht? Ich glaube, ich schmecke gerade nur Fleisch, Digga. Schmeckt aber. Ja? Ist geil, ja. Kommt der Käse durch von diesem Mac and Cheese? Kommt durch, Digga, kommt durch. Die Soße kommt durch. Ich hatte Schiss, dass das zu trocken ist, weißt du? Der erste Biss war trocken, aber der zweite absolut saftig. Krass. Okay, ich will auch mal probieren. Ja, ich bin gespannt. Das Geile ist immer, wenn man solche speziellen Burger bestellt, dann bekommt man den immer frisch. Weil der wird nicht so oft bestellt. Wisst ihr, was ich meine? Es gehen immer die Klassiker weg. Deswegen, wenn man immer sowas hat, dann weiß man immer, man hat einen frischen Burger. Oder man muss das extra bestellen. Merkt euch das für die Zukunft. Sehr, sehr wichtig. Oh yeah. Und? Alter, überhaupt nicht trocken. Guck mal, ja. Hier unten ist sogar, ist jetzt nicht viel, aber hier unten ist auch noch so ein bisschen Chili-Cheese-Soße und Röstzwiebeln, Alter. Junge, richtig geil. Das finde ich bei Burger King immer so geil, dass es so fette Burger gibt. Und wenn du so ein Menü hast, dass du auch satt davon bist. Weil wenn du jetzt den Burger alleine gegessen hättest, plus Pommes und noch ein Getränk, Feierabend, reicht doch perfekt. Was ich ein bisschen langweilig finde, ist, dass da Ketchup drauf ist und nicht so eine krasse Soße. Aber unten mit der Chili-Cheese-Soße in Kombination geht das irgendwie wieder. Also ein bisschen schwer zu sagen, aber das, also es ist schon echt ein geiler Burger, ne? Ja. Also ich glaube, ich würde mir den auch so nochmal holen, ey. Heute Abend Kappa. Ja. Bist du Chef, finde ich? Ja, eigentlich nicht. Ist ja auch nicht negativ. Willst du mit mir die scharfe Currywurst essen? Kommt drauf an, wie scharf sie gerne. Oder 13 Millionen Scoville. Ich glaube, ich habe doch keine Zeit. Vertraut mir, ich habe euch nicht vergessen. Stufe 12 werden wir auf jeden Fall noch machen, aber ich habe noch keinen gefunden, der diese Challenge mit mir machen will. Ne? Also falls jemand da draußen ist, auch an die YouTuber da draußen, meldet euch auf jeden Fall. Bitte, 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 wir müssen dieses Video auf jeden Fall machen. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Burger. Leon ist davon leider nicht so ein Fan, deswegen brauchen wir den jetzt hier nicht in der Mitte zu teilen. Genau. Deswegen ist das hier ganz normal meiner, aber Freunde, ich weiß, ihr werdet den da draußen auch finden. Und zwar heißt der Angry Garlic, also es ist halt so ein, ich hab kurz vergessen, was Garlic heißt. Das ist so ein Knoblauchburger und das ist so ein Snackburger. Guck mal, wir machen den mal auf, wir haben hier so Chili-Cheese-Soße. Ich jetzt bis jetzt nichts vom Knoblauch, aber hier ist noch so, ist das so frittierter Knoblauch? Der könnte auch gut reinkicken. Hammergeil. Ja? Ja. Knoblauch macht, finde ich, alles besser. Dass auch so Tomate drauf ist, die schmecken auch gut. Das gibt dem Burger so eine kleine Frische. Weiß nicht, so eine Art, so ein bisschen veredelter Cheeseburger. Weißt du, was ich meine? Richtig geil, Freunde. Also ohne Scheiß, der Burger ist geil. Auf der Burger King Skala wäre das so eine 7,9. Und das wäre schon so eine 8. Also ich finde den ein bisschen besser als den. Okay. Aber den kann man geiler snacken. Wisst ihr, was ich meine? Schade, dass du den nicht probierst, Mann. Nächstes Mal. Schreibt mal an der Stelle in die Kommentare, für welchen der beiden Burger ihr euch entschieden hättet. Okay, Freunde, und wir sind jetzt bei McDonald's angekommen. Bei bestem Wetter, richtig geil. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das auf jeden Fall draußen. Womit fangen wir an? Mit Burger oder mit Cheesecake? Ich würde sagen, mit Burger, ne? Okay. Nachtisch kommt später. Okay, dann fangen wir erstmal mit dem Burger an. Auf dem Kofferraum haben wir das jetzt hier angerichtet. Und zwar ist das hier. Digga, jetzt habe ich den Namen vom Burger einfach vergessen, ne? Supreme Surprise, keine Ahnung. Okay. Und zwar ist das hier der Supreme Surprise Burger von McDonald's. Und auch hier, Freunde, die Seiten an sich. Genauso wie bei Burger King. Und ich muss sagen, der Burger sieht auf jeden Fall schmackhafter aus. Kann auch sein, dass er weniger gut schmeckt, aber das werden wir jetzt herausfinden. Boah, die Soße ist so geil. Ja. Ist schon ein geiler Burger. Es ist so, es schmeckt auf jeden Fall frischer als jetzt dieser Macaroni Cheese Sauber von Burger King.
aber der vom Burger King schmeckt besser. Ey, frisch ist ja auch nicht immer gleich gut, ne? Ja. Soße ist auf jeden Fall viel geiler als bei Burger King, da braucht man nicht drüber streiten. Aber so Fleisch, Brot, irgendwie ist das nicht so geil wie drüben. Ja, ich bin gespannt auf deine Meinung. So, Freunde, ich probiere jetzt den Burger. Ich habe hier die andere Hälfte. Ich fand den anderen Burger tatsächlich auch besser. Ja, ne? Das Brot schmeckt irgendwie, ich fand ein bisschen komisch. Ist irgendwie viel zu dominant und viel zu dick. Aber es ist auch übelst dick, ne? Guckt euch das nochmal an. Es ist wirklich, wirklich dick. Ja, also ich hatte gerade so dieses Milchbrötchen-Geschmack im Mund. Gar nicht so dieses Fleisch oder die Soße. Obwohl ich ja eigentlich Team McDonald's bin, würde ich sagen, dass dieser andere Burger wirklich besser geschmeckt hat. Ich bin so deiner Meinung. Ich bin ehrlich so heftig deiner Meinung. Das ist der nächste Burger. Zeig mal in der Mitte. Veganer Burger. Der ist auf jeden Fall saftig, Digga. Natürlich ohne Käse. Auch ein Kilo Tomaten drauf. Ja. Ich bin sehr gespannt, weil McDonald's damit wirbt, dass sie eine neue Rezeptur dafür haben. Der alte vegane Burger von McDonald's, der war wirklich Katastrophe, der war echt nicht so geil. Deswegen bin ich sehr gespannt. Da ist Burger King auf jeden Fall viel weiter vorne, aber mal gucken. Oh ja, frisch durch die Tomaten, auch mal ein bisschen mehr Gesundes drauf ist so. Finde ich sehr geil, können wir ehrlich sein. Man schmeckt natürlich, dass es ein bisschen vegan ist, aber rein geschmacklich her ist das Patty so viel besser geworden und es schmeckt einfach nur gut. Guck dir mal das Patty an, ich finde, das sieht gar nicht nach Fleisch aus. Ist ja auch kein Fleisch. Ja, ich weiß. Boah. Fühlst du nicht? Schmecker sind hardcore verschieden, merke ich gerade. Krass. Schmeckt das überhaupt nicht? Warum nicht? So, Digga, sogar in Serviette geschmuckt, so ein Ding. Das schmeckt für mich nach Pappe, Digga. Auf keinen Fall. Hardcore. Was ist das? Also ich bin gerade schockiert. Ich bin ja immer offen für neue Sachen. Ja, ich gerne mal irgendwie vegetarisch oder vegan Bier, aber das schmeckt mir überhaupt nicht. Aber glaubst du mir, das war eine Zeit lang bei McDonald's noch schlimmer? Also das ist wirklich also gut. Also vielleicht war jetzt auch nur meine Hälfte irgendwie abgefuckt, aber irgendwie, weiß ich nicht. Probier du nochmal das Stück. Okay. Ne, wir schmecken genauso. Ich finde den, ja? Find den top. Ja, okay, dann haben wir auf jeden Fall Geschmack, Digga. Alter. Ich glaube, wir checken mal das vegane Eis ab, Digga. Das ist, glaube ich, mehr sowas für mich. Das vegane Eis, ein McFlurry mit Schoko und KitKat. Ich wusste das gar nicht, ne? Schreibt mal in die Kommentare. Ich wusste nicht, dass KitKat vegan ist. Aber wir haben es auch extra ohne Soße genommen, weil die Soßen waren wiederum nicht vegan. Also das Eis und KitKat sind 100% vegan. Also ich muss sagen, es ist sehr schokoladig. Ja, aber ist eigentlich geil. Ist geil, schmeckt auch nicht schlecht, aber man merkt schon, dass es vegan ist. Guck mal, du und ich, wir sind beide laktoseintolerant. Mhm. So, wenn du jetzt das nächste Mal bei McDonald's wärst, würdest du sagen, okay, ich nehme lieber den vegan McSunday oder McFlurry oder so, weil du davon keine Bauchschmerzen bekommst, weil du es besser verträgst? Es schmeckt also so gut, dass du es tun würdest? Oder nimmst du es in Kauf? Also ich bin ja eigentlich mehr so dieser Vanille-Fan. Ne? Wir haben ja hier eine Schokosoße. Ja, ja. Gibt es den vegan auch in Vanille? Nee, den gibt es nicht in Vanille. Dann würde ich den normalen Vanille weiterhin. Okay, aber okay. Für Schoko jetzt? Könnte ich dann den nehmen, ja. Ah, gut. Okay, ja, das ja. Ist das. Okay, dann haben wir Leon auf jeden Fall mit dem Eis auf der veganen Seite. Immerhin. Was geil ist, ist ein bisschen angeschmolzen. Ne? Wenn ich Eis zu Hause esse, lasse ich es auch immer so ein bisschen anschmelzen. Echt sehr schokoladig. Hat so ein bisschen, weiß ich, was du meinst, hat so einen kleinen Nachgeschmack. Aber ich finde das geil. Ich finde das echt geil. Mit dem KitKat zusammen, richtig geile Kombi. Kommt sehr, sehr böse. Das ist eine gute vegane Alternative. Mhm. Wir haben hier einmal einen Cheesecake von McDonald's. Du fängst an, ich auf jeden Fall. Weil du bist ja, was das hier betrifft, da bist du hier der Profi. Da bist du Experte. Wir haben hier den Cheesecake und ich nehme jetzt aus Prinzip erstmal nur rein den Käsekuchen, um zu probieren. Ist schon ein bisschen warm, ich nehme mal von hinten nochmal. Ja, ja, okay, wir sind natürlich auch in der Sonne, ne? Ja. Da darf man jetzt nicht, das ist halt unsere Schuld. Also ich muss sagen, er schmeckt nicht wie ein New York Cheesecake, wie man ihn aus Amerika, aus Dubai kennt, ja. So schön fluffig. Er hat mehr diesen Geschmack in Richtung Käse, wie man es in Deutschland auch kennt. Ich glaube, da kommt ein Aber. Ja, aber ich finde, dass der hier, dafür, dass er nach Käse schmeckt und ich das eigentlich nicht mag, dass es eigentlich ganz gut schmeckt. Okay, dass krass. Man das essen kann. Ja, ja, ja. Safe, ja. Jetzt probiere ich es nochmal mit Schokolade. Also ich bin der Meinung, dass dir der hier schmecken wird, ja. Weil du hast ja den San Sebastian oder so gegessen. Den fand ich richtig geil, ja, Mann. Und ich glaube, der hier schmeckt ähnlich, vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich bin auch gar nicht so dieser Kuchentyp, aber wenn ich Kuchen esse, ist es Brownie oder Käsekuchen tatsächlich. Ja, Hammer, ich finde den voll geil. Ja? Ja. Ja, sag ich doch, das ist genauso dein Ding. Die Frage ist nur, wie viel Kalorien hat dieser Kuchen? Boah, frag nicht. Ich glaube, ordentlich, ne? Richtig toll. Aber ich finde es auch geil, dass hinten der Rand nicht trocken ist. Der steht halt noch nicht so lange. Und wir sind durch mit dem Video. Was hat dir am besten gefallen? Was hat dir am schlechtesten gefallen? Was sagst du? Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich Team McDonald's. Ja. Ne? Und mag Burger King nicht so gern. Aber ich muss sagen, diesmal hat mir Burger King viel besser geschmeckt als McDonald's. Der Burger bei McDonald's ging gar nicht. Und das Eis hat mich wirklich überrascht bei McDonald's, weil es halt vegan ist, ohne tierische Produkte. Ja, das ist echt krass. Und ne? Es hat geschmeckt. Ich glaube, ich kann das genauso unterschreiben. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Der vegane Burger bei McDonald's, den fand ich gut. Die haben sich auf jeden Fall verbessert. Burger, diese Runde geht auf jeden Fall definitiv an Burger King. Obwohl sie nicht so viele neue Sachen rausgebracht haben, fand ich das dieses Mal ein bisschen geiler. Ich hoffe, ihr fandet das Video auch geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst ein Like da, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Schreibt auch gerne rein, wo wir als nächstes hingehen sollen, Leute. Schreibt immer gerne rein, wir versuchen mal vieles zu beantworten und ja, auf Leons Kanal ist auch ein Video von uns online gegangen. Checkt das auf jeden Fall ab. Link zu seinem Kanal findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir genießen jetzt das gute Wetter, sind raus. Tschüss, ciao, haut rein.